Schalti. Hallo Leute, einen riesen Applaus für Lakritz, Monk und Luca. Ging ein bisschen schnell, oder? Kommt mal mit. Monk, Luca und Lakritz sind Shelties. Na, schon mal gehört? Was die Abkürzung bedeutet und woher die Hunde ursprünglich kommen, das erfahrt ihr später. Aber jetzt gibt's erstmal die Quizfrage ganz genau. Was sollte man mit Shelties trainieren? Antwort A. Wenig bellen. Oder Antwort B. Purzelbäume schlagen. Die Antwort gibt's wie immer am Ende und für euch gibt's schon mal die ersten Infos. Leute, aufgepasst! Hier kommt ein wahrer Wirbelwind von einem Hund. Fröhlich und flink, verspielt und verschmust. Das lange Fell, die Färbung, das schlanke Gesicht. Sieht aus wie ein Collie, ist mit etwa 37 cm Höhe, aber deutlich kleiner als Lassie und Co. Gestatten? Der Shetland Sheepdog, liebevoll Shelty genannt. Der Name verrät, woher das Energiebündel stammt. Von den schottischen Shetland-Inseln. Dort wurde er einst als Sheepdog, als Hütehund der Schafherde gezüchtet. Robust und klein, so sollt er sein. Und hübsch, das sind Shelties obendrein. Auf dem Hundesportplatz Vaterstetten treffe ich Mina in flauschiger Begleitung. Hey Mina! Hey Bia, grüß dich! Schön, dass du da bist! Ja, ich freue mich! Oh, ja. Wer ist denn das? Ja, das ist der kleine Lakritz! Ui. Oh, das ist ja ein kleiner Flummi. Ja, der hat schon viel Bewegung, viel Power in sich. Und ja, der ist natürlich auch von Anfang an von mir dazu ausgebildet worden, dass er auch mal richtig Sport machen möchte, ja, und dass er Freude an der Zusammenarbeit mit mir hat. Super. Ja. Der hat jetzt so ein bisschen gebellt. Hatte der jetzt Angst vor mir? Nein, es ist ein Shelty. Und das darf man nicht vergessen, ein Shelty, der ist laut, der erzählt gerne, er bellt manchmal, er grummelt vor sich hin. Ja. Er begleitet eigentlich alles, was ihn bewegt, ob das jetzt Emotionen oder Ängste oder alles Mögliche sind, in irgendeiner Art mit Bellen oder anderen Lautäußerungen. Da gibt es also eine Vielzahl davon. Okay. Und Mina, ich habe schon gehört, Shelties lieben Bewegung. Und da hinten hast du auch was aufgebaut. Was habt denn ihr beide gleich vor? Ich habe einen Agility-Parcours aufgebaut und ich wollte euch mal zeigen, was der so alles rennen kann, wie ihr Richtungskommandos kennt und wie wir zusammen diesen Parcours meistern können. Ja, hey, dann schauen wir uns das doch mal an. Ja. Aber zuerst müssen sich Mensch und Tier aufwärmen. Denn bei der Hundesportart Agility geht es darum, flink und wendig zu sein. Auf die Pfoten, fertig, los! Im Parcours muss der Hund auf Kommando verschiedene Hindernisse so schnell wie möglich überwinden. Shelties lieben das. Schaut mal, wie der sich da durchschlängelt. Wer einen Shelty hält, sollte genauso Spaß am Sport haben. 40 Sekunden. Ja. Wow! Leute, wie schnell ist der denn da durchgeflitzt? Habt ihr das gesehen? Wum, 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 durch das Slalom. Ey, das ist ja unglaublich. Ich habe ja gedacht, dass er schnell ist, aber so schnell? Ja. Der Shelty braucht Bewegung, er möchte dabei sein, er möchte Aufmerksamkeit haben. Mhm. Er ist kein Hund, der irgendwie so einfach nur nebenher läuft. Was passiert denn, wenn ein Shelty nicht genug Bewegung bekommt, wenn er unterfordert ist? Das kommt jetzt auf den Shelty drauf an. Es gibt genug Shelties, die dann einfach so einen traurigen Eindruck machen. Mhm. Aber es gibt andere Shelties, die machen dann was kaputt. Ja. Die suchen sich eine Ersatzbeschäftigung. Und ein Thema ist natürlich dann wieder die Bellerei. Mhm. Das heißt, ist er nicht genug ausgelastet, wird er mit Sicherheit noch mehr bellen als sonst. Ja. Und das ist dann gerade, wenn man Shelty alleine lassen muss, blöd für die Nachbarn. Und das will man ja auch nicht. Na klar. Jetzt darf Shelty Monk in den Parcours. Also, der hat ganz schön Power. Und ich darf mit. Klasse! Hey, gut gemacht. Schau mal, was ich für dich habe. Wahnsinn. Hey, habt ihr das gesehen? Hat richtig gut funktioniert. Ein gutes Team, der Monk und ich. Vom Sportplatz düsen wir in Minas Garten. Hier wuseln noch zwei Hunde herum. Die Shelty-Bande ist vollzählig. Also Monk und Lakritz kenne ich ja schon. Ja. Wer sind denn die anderen beiden?
Die beiden sind die Tricolor-Hunde, die haben drei Farben. Das eine ist die alte Dame, die Loka, die ist 10 Jahre alt. Da. Ja, hier, Loka. Ja, das Hallo. Ist die Loka. Ein bisschen grau schon im Gesicht, aber 10 Jahre ist nicht alt für einen Sheltie. Die sind jung gebliebene Hunde. Komm mal her. Und die jüngste, das ist die Google. Hier. Google. Weil Google weiß nämlich alles. Die ist auch Tricolor, so wie die Loka. Ja. Und es ist auch ein bisschen so, dass die mehr zusammenhängen. Verwandt sind die Hunde aber nicht. Sie stammen alle von verantwortungsvollen Züchtern. Bei Rassehunden besonders wichtig. Du hast jetzt ja 4 Shelties. Muss man die zu viert halten oder kann man die auch alleine halten? Natürlich kann man Shelties auch alleine halten. Aber das Schönste, was man an und für sich einem Sheltie schenken kann, ist ein 2. Sheltie. Und auch fürs Herz. Es ist halt doppelt so viel Glück im menschlichen Herz. Ja, also Mina, deine Shelties haben ja wirklich mega viel Platz. Ja. Braucht man wirklich einen Garten, wenn man Shelties hat? Oder kann man die theoretisch auch in der Wohnung halten? Also ich bin der Meinung, dass man fast jeden Hund auch in der Wohnung halten kann. Ja. Die brauchen die Aufmerksamkeit, die brauchen ihre Spaziergänge. Das muss man ihnen gewähren können. Aber unbedingt einen Garten brauchen sie nicht. Mhm. Es ist natürlich schön, so einen Garten zu haben, aber es ist kein Muss für einen Sheltie. Okay. Hauptsache beschäftigen. So, Mina. Ja. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir haben es ja mit Shelties zu tun. Shelties sind sehr intelligente Hunde. Mhm. Die lernen auch sehr schnell. Und deswegen bringe ich meinen Hunden bei, an der Hürde zu erkennen, was ist links und was ist rechts. Und wie machst du das jetzt? Da hilft mir die Futtermaschine dabei. Ich zeige der Google oder ich sage der Google, in welche Richtung sie abbiegen soll, mit einem Kommando. Und ich bestätige sie nur, wenn sie es richtig macht. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal aus, oder? Das probieren wir dann gleich mal aus. Google, Reh, Reh, Reh heißt rechts. Google, Reh, Reh, Reh. Jawohl, gut gemacht. Ja. Super war das. Super gemacht, gut Google. Gemacht, Mausi. Super, super gemacht. Das war toll. Nochmal. Und das muss ich halt in vielen Wiederholungen machen. Natürlich auch nur, wenn ich ihr das Kommando gebe. Das ist jetzt schon mal eine gute Idee. Aber ich habe kein Kommando gegeben. Deswegen kriegt sie jetzt auch kein Leckerli. Google, komm her. Sie ist brav. Reh, Reh, Reh. Jawohl, gut gemacht. Und immer, wenn sie es richtig gemacht hat, kommt da ein Leckerli raus. Genau, das ist die Fernbedienung für die Futtermaschine. Googeli, komm. Meinst du, die Google macht das auch, wenn ich ihr das Kommando gebe? Wir können das gerne mal probieren, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Jetzt kann es Google allen zeigen. Reh, 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 Reh. Oh Wunder! Hart, du bist der geborene Hundeausbilder! das hat sie jetzt echt richtig schnell umgesetzt. Ja, da kannst du mal sehen, wie intelligent diese kleinen, feinen Hunde sind. Ja. Das nächste Hundetraining findet drinnen statt. Nur ich bleibe erst mal draußen. Okay, 2. Übung. Wer nicht bellt, bekommt ein Leckerli. Ich spiele jetzt einen Gast und besuche Mina und ihre Shelties. Mal schauen, ob sie ruhig bleiben. Monk bellt sofort. Die anderen machen mit. Monk, hier auf deinem Platz. Loka! Monk, Ruhe. Hier auf deinem Platz. Google. Monk hat ausgebellt und bekommt eine Belohnung. Aber warum nur er? Die Auflösung folgt. Ah, grüß dich, Pia. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen. Komm doch rein. Sehr gerne sogar. Ja, Mina, die sind jetzt ja ganz ruhig eigentlich. Ja. Der Hauptquerulant ist beschäftigt und die anderen fügen sich ihrem Schicksal. Okay, und den hast du jetzt beschäftigt mit was? Mit einer Schleckmatte. Ich will ihn ja nicht belohnen dafür, dass er gebellt hat, sondern er kriegt die Schleckmatte, wenn er aufgehört hat zu bellen. Ah. Und dann ist es für ihn Beschäftigung und auch Belohnung für, ich habe nicht gebellt. Das heißt, wenn der Monk ruhig ist, ist der Rest auch ruhig. Richtig. So gewöhnt man Shelties das Bellen ab. Draußen wird's haarig. Shelties haben viel pflegebedürftiges Fell. Gibt es denn Stellen, wo sich das Fell beim Sheltie besonders verfilzt? Ja, also sehr beliebte Stellen sind hier direkt unter den Ohren. Also da, wo das Haar ein bisschen länger ist, dort ist das Haar auch relativ fein und dort verfilzt es immer schon mal ganz gerne. Da muss man drauf achten. Was wir auch noch haben, das sind hier die Haare zwischen den Ballen. Die sind schon auch wichtig als Schutz, aber im Winter ist das nicht sonderlich hilfreich. Wenn wir so einen matschigen, pumpigen Schnee haben, der setzt sich dann gern in Bommeln an den Haaren fest zwischen den Ballen und dann kann der Hund nicht mehr laufen. Ja. Deswegen müssen die immer ein bisschen kurz gehalten werden. Mit der Entfilzungskralle beseitigt Mina Verfilzungen und Knoten aus der dichten Unterwolle.
Mit der Zupfbürste entfernt sie die losen Haare aus der Deckschicht. Einmal wöchentlich reicht, nur beim Fellwechsel gerne öfter. Aber warum haben Shelties denn so ein dickes Fell? Also eigentlich sind sie ja Hütehunde und die sollen in schottischen Gebieten kleinere Schafe hüten. Und da brauchen sie diese Unterwolle. Diese Unterwolle ist nicht nur warm im Winter, sie schützt auch, dass die Nässe vom Regen nicht auf die Haut runterkommt. Ah, und dann wird ihnen nicht kalt. Richtig. Lakritz Sitz. Nina, das hier ist doch für die Krallenpflege, oder? Das ist richtig. Damit kann man die Krallen abschneiden. Beim Sheltie ist das ganz gerne mal der Fall, dass die sich zwar hinten die Krallen ablaufen, durch Laufen auf Beton und Ähnlichem, aber vorne wachsen die ständig. Das heißt, da immer mal einen Blick drauf werfen, und die Krallen kürzen ist nicht das Dümmste. Der Krallentrimmer kürzt, der Krallenschleifer feilt. Mina ist Profi. Anfänger bitte erst vom Tierarzt zeigen lassen. Und der Lakritz hat eigentlich gar nichts mitbekommen so richtig, oder? Weh tut ihm das nicht? Nein, es tut ihm nicht weh, aber er findet das ziemlich doof. Ja. Muss auch nur einmal im Monat sein. Futter gibt's natürlich täglich, pünktlich um 6 Uhr. Die Hunde sind im Körbchen und wir bereiten jetzt das Futter zu. Aber Mina, was gibt's denn Gutes? Ja, wir haben ein besonders proteinreiches Trockenfutter hier. Mhm. Meine Hunde brauchen viel Proteine, weil sie sich sehr viel bewegen. Allerdings brauchen sie nicht viel Futter. Inzwischen sind sie alle so, dass sie fast dieselbe Menge bekommen. Lediglich die Loka, die ja schon ein bisschen älter ist, die kriegt weniger zu fressen. So, jetzt kommt noch Wasser dazu. Und das Wasser, damit es leichter runtergeht, oder? Nein, eigentlich damit sichergestellt ist, dass sie zu dem Trockenfutter auch ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Guten Appetit. Das große Sheltie-Finale findet auf dem Sofa statt. Ja, Mina, jetzt wollte ich dich gerade fragen, ob Shelties an sich menschenbezogen sind, aber ich glaube, die Frage beantwortet sich von selbst, oder? Ja. Wir haben sehr kuschelige Shelties, ich muss es so sagen. Shelties sind schon ganz gerne sehr kuschelig und suchen auch die Nähe zu Menschen. Und wie du siehst, nicht nur die Nähe zu den Menschen, die sie kennen, die ihre Bezugspersonen sind, sondern eben auch ganz gern andere Menschen, die einfach nett zu ihnen sind. Ja. So, ich kraul hier noch eine Runde und für euch gibt es jetzt noch mal die Zusammenfassung. Wie pflegt und hält man einen Sheltie? Shelties brauchen Action. Hundesport wie Agility ist optimal. Täglich Gassi gehen tut es aber auch. Beschäftigung für Kopf und Nase sind eine super Ergänzung. Wie viel Platz brauchen Shelties? Die kleinen Hunde sind genügsam. Ein Garten ist zwar schön, für Shelties aber absolut kein Muss. Hauptsache, zu Hause bleibt es spannend. Was fressen Shelties? Shelties brauchen hochwertiges Futter mit viel Eiweiß. Gut für die Muskeln. Trockenfutter immer in Wasser aufweichen. Wie viel kosten Shelties? Ein Sheltie aus verantwortungsvoller Zucht kostet mindestens 1.000 Euro. Für Futter, Pflege und Versicherung kommen monatlich etwa 150 Euro dazu. So Leute, es wird Zeit, die Quizfrage aufzulösen. Ich wollte vorher von euch wissen, was sollte man mit Shelties trainieren? Antwort A, wenig bellen. Oder Antwort B, Purzelbäume schlagen. Und was ist richtig? Achtung, Trommelwirbel. Antwort A. Wenig bellen ist richtig. In Schottland, wo die Shelties herkommen, sagt man übrigens nach getaner Arbeit Daddledoo. Was so viel bedeutet wie genug für heute. In diesem Sinne würde ich auch sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.